Ein Integral kann auch dazu dienen, eine gewisse Energie zu berechnen. Dazu starten wir mit dem Grundbegriff der Physik. Wenn eine konstante Kraft F einen Körper längs eines Weges AB bewegt, so verrichtet diese Kraft eine Arbeit, die definiert wird durch Arbeit gleich Kraft mal Weg. Die Arbeit wird hier bezeichnet mit groß W, W wie Work, das englische Wort für Arbeit. Eine Kraft wird hier bezeichnet mit groß F, F wie Force, das englische Wort für Kraft. Und der Weg bzw. die Länge des Weges wird hier bezeichnet mit Delta X. Warum? Wählt man die X-Achse längs des Weges AB, so ist die Länge dieses Weges AB effektiv eine Differenz von X-Werten. Denn die Länge dieser Strecke AB ist effektiv die Abszisse X vom Punkt B minus die Abszisse X vom Punkt A. Deshalb Delta X wie Differenz von X-Werten. Eine Kraft wird ausgedrückt in Newton zu Ehren des englischen Mathematikers und Physikers Sir Isaac Newton. Ein Weg wird natürlich ausgedrückt in Meter. Eine Arbeit wird ausgedrückt in Joule zu Ehren des englischen Physikers James Prescott Joule. Ein Joule ist also gleich zu einem Newton mal einem Meter. Frage: Wie berechnet man die verrichtete Arbeit durch eine Kraft F längs des Weges, wenn diese Kraft F nicht konstant ist? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen. Denn oft ist die Kraft F längs der Strecke nicht konstant. Zum Beispiel, um eine Rakete zum Mond zu schicken, muss ständig die Erdanziehungskraft besiegt werden. Aber diese Erdanziehungskraft, das heißt die Kraft, mit der die Erde solch eine Rakete ständig anzieht, die ist nicht konstant, sondern die nimmt mit der Höhe ab. Also eine solche Kraft ist nicht konstant. Wie geht man da vor? Wir modellieren hier die Laufbahn von der Rakete, von der Erde zum Mond, als geradlinige Laufbahn. Das heißt, wir können auf dieser geradlinigen Laufbahn die X-Achse wählen und ihren Ursprung im Erdzentrum setzen. Die Kraft, mit der die Rakete ständig von der Erde angezogen wird, ist zu beschreiben durch das universelle Gravitationsgesetz von Sir Isaac Newton, schon wieder er. Nach diesem universellen Gravitationsgesetz gilt, zwei Massen ziehen sich gegenseitig an mit gleich großen Kräften, die zu berechnen sind durch F von x gleich eine konstante Zahl g, die Gravitationskonstante, mal das Produkt dieser zwei Massen geteilt durch das Quadrat der Distanz zwischen den zwei Zentren dieser Massen. Also wird die Rakete ständig von der Erde angezogen durch eine Kraft, die gleich ist zu einer konstanten g. Im internationalen Einheitensystem ist diese Konstante G ungefähr gleich zu 6,67 mal 10 hoch minus 11. Multipliziert mit dem Produkt der zwei Massen, also Masse von der Rakete mal Masse von der Erde,
In der Astronomie wird die Erde oft bezeichnet durch einen kleinen Kreis mit einem Kreuz drin, geteilt durch das Quadrat der Distanz zwischen den Zentren dieser zwei Massen. Wenn wir also hier auf diese x-Achse die Apsissen einzeichnen, dann ist selbstverständlich die Apsisse vom Erdzentrum gleich 0, weil wir da den Ursprung gesetzt haben. Die Apsisse von der Erdoberfläche, das heißt vom Startpunkt der Rakete, ist gleich R, wo R den Radius von der Erde beschreibt. R ist im Durchschnitt 6371 Kilometer im internationalen Einheitensystem, also 6,371 mal 10 hoch 6 Meter. Und die Apsisse von der Rakete, die von der Erdoberfläche auf eine gewisse Höhe h gebracht wird, beträgt dann Erdradius plus diese Höhe h. R plus h. Diese Gravitationskraft, mit der die Erde diese Rakete also anzieht, ist selbstverständlich gleich zur Gewichtskraft dieser Rakete, also Masse mal Fallbeschleunigung. Deshalb können wir sagen, wenn die Rakete auf dem Boden hier steht, also an der Erdoberfläche, dann können wir sagen, dass die Gravitationskraft genau gleich ist zur Masse der Rakete mal Fallbeschleunigung. Diese Fallbeschleunigung beträgt in Europa an der Erdoberfläche ungefähr 9,81 Meter pro Quadratsekunde. In dieser Gleichheit können wir durch m kürzen und somit die Masse der Erde anhand dieser drei Konstanten, klein g Fallbeschleunigung, groß R Radius oder mittlerer Radius der Erde und groß g Gravitationskonstante bestimmt werden. Die Masse der Erde kann also berechnet werden durch Erdradius im Quadrat mal die Fallbeschleunigung geteilt durch die Gravitationskonstante. Auf dem Taschenrechner sind die Gravitationskonstante sowie auch die Fallbeschleunigung eingespeichert. Jedoch leider nicht der Erdradius. Schauen wir auf dem Taschenrechner. Diese Konstante groß G ist eingespeichert unter Konstanten. Also wählen wir hier für Gelb die Shift-Taste, Konstant-Taste. Die Konstante groß G ist eine universelle Konstante, also wählen wir hier Kategorie 1, so. Und hier steht dann die Gravitationskonstante groß G versehen mit der Zahl 7. Wir wählen also hier die 7, im Display erscheint dann groß G und durch die Ist-Taste erreichen wir dann den Wert von groß G. Wie eben schon gesagt, 6,67 mal 10 hoch minus 11. Auch die Fallbeschleunigung 9,81 ist auf dem Taschenrechner gespeichert. Die findet man ein bisschen versteckt. Nochmal, Shift für Konstante. Hier fahren wir jetzt mit dem Cursor einmal nach unten. Seltsamerweise in übernommene Werte, also 1, wir wählen die 1, da steht G versteckt unter Nummer 1. Wenn wir jetzt die 1 wählen, dann steht im Display klein g, den Wert von klein g erhalten wir durch die Ist-Taste. Wir erwarten hier 9,81 für Europa, aber hier steht 9,80665. Also runden wir auf und sagen, das ist 9,81. Leider ist der Erdradius unter diesen Konstanten nicht gespeichert. Man kann ihn aber selbst einspeichern und das geht wie folgt.
löschen wir zuerst alles im Display und geben hier ein 6371, so lang ist der durchschnittliche Erdradius in Kilometer ausgedrückt. Im internationalen Einheitensystem sollen wir das aber in Meter ausdrücken. Also machen wir das noch mal 1000. Das ist der Erdradius. Wir drücken zuerst die Ist-Taste, damit dieser Wert hier unten im Display erscheint. Und den werden wir jetzt lagern unter der Taste E. E wie Erde. Hier haben wir eigentlich nur A, B, C, D, E und F, das heißt 6 Speichermöglichkeiten. Das ist der Erdradius, also werden wir den unter E einspeichern. Wir werden ihn also unter E lagern. Dafür brauchen wir die Taste STO für Store, lagern. Ich tippe drauf, tipp. Und sage jetzt, dieser Wert soll gelagert werden unter dem Buchstaben E. Also tippen wir jetzt auf Cos, aber nicht für Cosinus, sondern für den Buchstaben E. Tipp. Im Display erscheint dann, diese Antwort wurde gerade gelagert unter den Buchstaben E. Jetzt löschen wir das Display und möchten diesen Wert aufrufen. Dazu benutzen wir den Buchstaben E, der hier in Rot gekennzeichnet ist. Also gebrauchen wir dieses Mal nicht Shift für Gelb, sondern Alpha für Rot. Wir tippen Alpha, ist gemacht. Und jetzt tippen wir auf E. Dann erscheint im Display das E. Wenn wir jetzt noch auf Ist tippen, dann erscheint hier effektiv der Erdradius, den wir eben unter den Buchstaben E eingespeichert hatten. Gut, wir wissen also jetzt, wie man die Masse von der gesamten Erde in Kilogramm berechnen kann. Wir nehmen den Erdradius R im Taschenrechner unter E eingespeichert im Quadrat mal G, 9,81 Meter pro Quadratsekunde, geteilt durch die Gravitationskonstante 6,67 mal 10 hoch minus 11 im internationalen Einheitensystem. Und somit finden wir dann für die Masse der Erde 5,97 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Wir werden hier die Arbeit berechnen, die von dieser Kraft F verrichtet wird, um die Rakete von der Erdoberfläche auf eine gewisse Höhe h zu bringen. Starten wir mal die kleine Animation. So, wir sehen, dass die Rakete sich der Erde immer weiter entfernt und wir werden die Arbeit berechnen, die diese Rakete verrichten muss, um auf diese Höhe h zu gelangen. Legen wir dazu los. Wir sehen hier ganz deutlich anhand des Gravitationsgesetzes, dass diese Kraft F immer kleiner wird, wenn die Distanz zwischen den zwei Zentren dieser Massen immer größer wird. Also, wenn die Distanz x immer größer wird, dann nimmt die Kraft F ab. Sie ist also während dieses Weges hier nicht konstant. Das sehen wir auch schön hier anhand dieser kleinen Animation. Wenn x zunimmt, dann wird f von x kleiner. Ist hier schön zu erkennen. Halten wir also fest, wenn x steigt, dann fällt f von x. Die Frage, die wir uns hier also stellen, ist, welche ist die von solch einer nicht konstanten Kraft verrichtete Arbeit längs dieses Weges von der Apsisse A bis zur Apsisse B. Wir stoppen hier mal diese Animation und wir werden dieses Intervall AB in
n gleich lange Intervallchen zerlegen, ist gemacht, n steht hier auf 5. In jedem dieser kleinen Teilintervallchen wählen wir die Mitten und berechnen jeweils das Bild von diesen Mitten. Anhand dieser Bildstrecken entstehen diese Rechtecke und wäre zum Beispiel auf diesem Intervall hier, wäre die Kraft hier konstant, dann würde man die verrichtete Arbeit berechnen durch f von dieser Mitte mal die Länge von diesem Intervall. Also würde die Arbeit dann berechnet durch den Flächeninhalt von diesem Rechteck. Nur das Problem ist, dass die Kraft auf diesem Intervall hier nicht konstant ist. Wenn wir aber die Anzahl Intervalle immer größer werden lassen, dann werden diese Längen hier von den Intervallchen immer kleiner. Wir machen mal Bildstrecken, Mitten und Intervalle weg, lassen n noch ein bisschen anwachsen und wir sehen dann ganz deutlich, wenn die Anzahl Teilintervallchen immer größer wird, was bedeutet, wenn die Anzahl Rechtecke immer größer wird, dann kann man praktisch annehmen, dass auf so einem winzigen Intervallchen die Kraft praktisch konstant ist. Je größer die Anzahl Intervallchen wird, desto genauer wird die Idee, dass die Kraft auf solch einem winzigen Intervallchen konstant wird. Wählen wir also in dem Intervallchen die Mitte, für das Intervall mit Nummer k nennen wir die Mitte xk, rechnen von dieser Mitte das Bild durch die Funktion groß F, die Kraft, und multiplizieren diese Zahl F von xk für das Intervall mit Nummer k mit dem winzigen Delta x. Auf solch einem winzigen Intervallchen können wir also annehmen, dass die Kraft konstant ist. Und somit wird auf dem winzigen Intervallchen hier die verrichtete Arbeit berechnet durch f von xk mal Delta x. Was also bedeutet, auf solch einem winzigen Intervallchen wird die verrichtete Arbeit berechnet durch die Höhe dieses Rechtecks mal die Basis von solch einem Rechteck, also auf solch einem winzigen Intervallchen wird die verrichtete Arbeit berechnet durch den Flächeninhalt von solch einem Rechteck. Die verrichtete Arbeit von A bis B wird also berechnet als Summe der Flächeninhalte von all diesen Rechtecken. Schalten wir das hier mal ein. Die verrichtete Arbeit von A bis B ist also gleich zur Summe für k von 1 bis n von solchen Rechtecksflächeninhalten. Wir summieren solche Rechtecksflächeninhalte von A bis B. Und dann rechnen wir noch den Grenzwert von solchen Summen von Rechtecksflächeninhalten, wenn die Anzahl Rechtecke gegen plus unendlich strebt. Die verrichtete Arbeit von einer solchen nicht konstanten Kraft F längs eines Weges von A bis B ist also zu berechnen als Grenzwert von der Summe von solchen Rechtecksflächeninhalten, wenn die Anzahl Rechtecke gegen plus unendlich strebt. Aber dieser Grenzwert hier, das entspricht doch ganz genau unserer Definition vom Integral von a bis b von dieser Funktion groß f von x dx.
Was also bedeutet, die verrichtete Arbeit von einer nicht konstanten Funktion f längs eines Weges ab ist nichts anderes als die Summe von solchen Rechtecksflächeninhalten, wenn die Anzahl Rechtecke gegen plus unendlich strebt. Das entspricht ganz genau der Definition vom Integral. Die Arbeit, die solch eine nicht konstante Funktion längs eines Weges a, b verrichtet, ist also nichts anderes als das Integral von a bis b von dieser Funktion f von x Kraft dx. Also die verrichtete Arbeit von dieser nicht konstanten Funktion längs des Weges AB ist nichts anderes als dieser Flächeninhalt hier, der eingegrenzt wird durch den Graphen der Kraftfunktion und der x-Achse und das zwischen den zwei Abszissen a und b. Anhand dieser Erkenntnis werden wir jetzt also die Hubarbeit berechnen, die verrichtet wird durch die Raketenkraft, um diese Rakete von der Erdoberfläche auf diese Höhe h zu bringen. Wir berechnen hier also die Arbeit, um die Rakete auf die Höhe h zu bringen. Nach dieser Erkenntnis hier ist das nichts anderes als das Integral von, hier ist 0, da ist R, Erdoberfläche. Also das Integral von R bis R plus H, von dieser Kraft F von x dx. Und diese Kraft F von x wird beschrieben durch das universelle Gravitationsgesetz. Die Kraft F von x ist gleich zu diesem Bruch. Also ersetzen wir hier F von x durch diesen Bruch, ist gemacht. Die drei Konstanten, Gravitationskonstante, Masse der Rakete und Masse der Erde, sind drei multiplikative Konstanten. Die fliegen aus dem Integral raus. Im Integral drin bleibt also noch die Funktion 1 auf x². Von 1 auf x² müssen wir also eine Stammfunktion bestimmen. Das ist minus 1 auf x. Und von dieser Stammfunktion minus 1 auf x suchen wir jetzt die Variation von r bis r plus h. Das heißt, zuerst einmal ersetzen wir hier drin x durch r plus h. Das ergibt dann minus 1 auf r plus h. Und dann ersetzen wir x durch r. Das ergibt minus 1 auf r. Und die zweite Zahl ziehen wir von der ersten ab. Also von minus 1 auf r plus h ziehen wir minus 1 auf r ab. Das ergibt dann minus 1 auf r plus h minus minus 1 auf r. Also 1 auf r minus 1 auf r plus h. Das ist also die Arbeit, die von der Rakete verrichtet wird, um von der Erdoberfläche zur Höhe h zu gelangen. Um sicher zu sein, dass in der Rakete genügend Energie gespeichert ist, um diese Arbeit verrichten zu können, werden wir den Grenzwert dieser Hubarbeit bis zur Höhe h berechnen, wenn die Höhe h gegen plus unendlich strebt. Also werden wir hier den Grenzwert berechnen, wenn h gegen plus unendlich strebt. Dieses WH können wir hierdurch ersetzen, ist gemacht. Und jetzt rechnen wir den Grenzwert von diesem algebraischen Ausdruck, wenn H gegen plus unendlich strebt. H kommt nur hier vor. Wir ersetzen H durch plus unendlich.
plus unendlich plus Erdradius ergibt immer noch plus unendlich. Und 1 geteilt durch plus unendlich ergibt als Grenzwert 0. Was also bedeutet, dieser Bruch da hinten entfällt. Und so finden wir den Grenzwert, wenn h gegen plus unendlich dreht, von g mal Masse der Rakete mal Masse der Erde mal 1 geteilt durch den Erdradius. Das ist aber eine Konstante gegenüber h und der Grenzwert einer Konstanten, das ist diese Konstante. Somit haben wir also die Arbeit berechnet, die eine Rakete verrichten wird, wenn sie bis unendlich weit weg fliegen wird. Und diese Arbeit, die von der Rakete verrichtet werden soll, die muss als Energie in dieser Rakete gespeichert sein, vor dem Start von der Rakete. Also die notwendige Energie, die in solch einer Rakete gespeichert werden muss, ist gleich zur Gravitationskonstante mal Masse der Rakete mal Masse der Erde geteilt durch den Erdradius. Diese Energie konnten wir hier berechnen nach dem Modell geradlinige Flugbahn und universelles Gravitationsgesetz. Es ist effektiv diese Energieformel, die man in den Physikbüchern findet. Hier sei aber trotzdem darauf hingewiesen, dass das universelle Gravitationsgesetz keine geradlinigen Flugbahnen voraussetzt, denn gerade anhand dieses Gesetzes konnte man die drei Gesetze von Johannes Kepler beweisen, insbesondere das erste, das besagt, dass die Laufbahnen der Planeten um die Sonne ellipsenförmig sind.